herzlich willkommen zum vierten Wissensforum Bauernetzwerk.at im neuen Erzgebirge der Landwirtschaftsschule Schlierbach. Und herzlich willkommen auch online alle vom Bildschirm. Ja, schönen Vormittag auch von meiner Seite. Viertes Wissensforum, wie ich finde, sehr passend organisiert am 4. März. Wir sind sehr dankbar, da zu sein in diesem neu renovierten Saal. Das vierte Mal schon, Franz. Ja. Dieses Mal das Thema Gesundheit. Warum denn das Thema Gesundheit? Genau, wir haben beim letzten Meeting im August haben wir gesagt, wo machen wir das? Und dann habe ich zu Mario gesagt, du Mario, wir machen ganz was Spezielles. Ich richte was in unserem Birkenwald. Ein schöner Tisch mit zwei Sesseln und da das ganze Stock gefunden. Ja, da sind wir so gesessen, gell? In aller Ruhe und sind auf das Thema Gesundheit gekommen. Ich habe es nicht geglaubt, dass er es wirklich macht. Aber er hat ausgemacht, Motorsense, Weg, ja. Tisch, zwei Sesseln, es hat sogar Kaffee gegeben, Kuchen. Es gibt ein Foto, ihr habt es alle schon gesehen, ein Selfie, in der Einladung war es drinnen. Es war mitten im Birkenwald im August, es hat nur so gesprüht voller Kraft, ja, gestrahlt voller Kraft, es war ein schöner Tag. Und dann haben wir geredet über verschiedene Themen und haben ein bisschen auf 2022 geschaut, nicht wissen, was zu dieser Zeit alles los sein wird. Und sind auf das Thema Gesundheit gekommen, weil wir in diesem Wald gesessen sind, auf diese Bäume geschaut haben, da haben wir ein Foto drauf in der Perspektive nach oben. Und dann haben wir gesagt, Gesundheit in der Landwirtschaft, da gibt es viel spannende Aspekte. Genau, da haben wir überlegt, ja, was ist Gesundheit für den Landwirt? Wo fängt es an? Gesundheit beim Bauern selber? Wie weit geht man? Arbeitsmäßig auch, gell? Also die ökonomische Geschichte, wie viel investiert man, dass man noch ruhig schlafen kann? Und der ökologische Bereich, gell? Wie gesund ist Tier, Acker, diesen Bereich. Ja, und dann ist Thema Vision gesunde Landwirtschaft entstanden. Ja, und wie die sehen, vor allem die schon das vierte Mal dabei sind, da gibt es Gott sei Dank einige, die Veranstaltung wächst sie mehr und mehr zusammen und aus. Wie seht ihr da eine gar nicht so kleine, sehr feine Bühne, die wir da eingebaut haben, obwohl der Saal eh schon so schön ist, aber wir haben gesagt, für dieses Wissensforum brauchen wir einfach wieder diesen Auftritt, vor allem auch wegen dem Online-Stream. Wir sind ja live vor Ort, wir sind live draußen auf diversen Social-Media-Kanälen, auf unseren eigenen, dürfen sogar ins Lubi-TV-Netz übertragen. Ja, also es kommt immer was dazu, wo wir selber wieder überrascht sind, dass wir auch da Angebote kriegen, die wir gerne nutzen auch. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das wie immer von Beginn an vor 4 Jahren gescheit. Und das geht nur mit Sponsoren, die uns da helfen. Und die würden wir jetzt gern gleich einmal zu Beginn ins Treffen führen. Und da gibt es heuer ganz wichtige Sponsoren und Partner an der Stelle, unsere 5 Hauptsponsoren. Krone, The Power of Green, auch schon mehrfach mit dabei, immer wieder Partner vom Bauernnetzwerk Wissensforum. Dann haben wir heuer neu dabei, ABS Factoring. Wir werden auch noch auf der Bühne was hören dazu. Und vielleicht habt ihr es online schon gesehen, die Talks, die wir mit den Hauptsponsoren gehabt haben, auch auf Facebook. Dann haben wir dabei die Sparkasse Oberösterreich. Vielen Dank auch an euch, Hans-Jürgen, erster Mann erster Stunde auch immer bei unserer Veranstaltung. Vielen Dank auch an die Sparkasse Oberösterreich für die Unterstützung. Dann neu im Boot heuer Multikraft. Bei Wels zu Hause haben wir auch letzte Woche einen Talk aufgezeichnet. Und 5. Hauptsponsor im Bunde, die Technikbörse. Auch schon im letzten Jahr dabei gewesen. Vielen Dank an die Hauptsponsoren. Franz, es geht weiter. Ja, weiter. Dank an Sammer Maschinenbau. Auch schon lange dabei. Firma Schauer und der Maschinenring Österreich. Genau, das war die nächste Kategorie. Und eine haben wir noch. Die Firma Seil unterstützt uns auch schon jahrelang. Vielen Dank dafür. Agrarhandel Edlinger. Die Firma Hydrag ist wieder mit dabei. Streams Come True. Gary Büringer mit seinem Team, heute von der Technik, ist Auftragnehmer und Sponsor. Doppelrolle. Plan B ist mit dabei. Auch schon mehrfach. Wolfsystem haben wir dabei. Sivo.at Energie. Agrokron. Und versorgt auch schon mehrjähriger Partner unseres
Netzwerkes, unserer Netzwerkveranstaltung. Apropos Partner, Franz. Ja, Partner, danke an die Partner, die Landwirtschaftskammer Oberösterreich, die Liederregion Braunviertler Alpenvorland, KiQuest Marktforschung, natürlich Landwirtschaftsschule Schlierbach und Zukunft Farm. Das waren unsere Sponsoren und Partner. Wo sind wir überall live? Sag nochmal kurz. Ja, live sind wir auf braunetzwerk.at und die mit Neo. Dann auf unsere Facebook-Kanäle. Braunetzwerk. Unternehmenshandwerk. Mario Ramberger. Genau. Sogar auf LinkedIn sind wir. LinkedIn sind wir live. Also wir sind wirklich. Dann von Fachschule Schlierbach. Richtig. YouTube folgt mir auch noch. YouTube-Kanäle. Braunetzwerk. Also überall. Was geht, ja. Und noch? Haben wir noch was? Ja. Was habe ich vergessen? Ich glaube, Lugi, oder? Ja, Lugi TV. Genau. Vorher schon kurz erwähnt. Jetzt noch. Ja. Genau, in der Liste vervollständigt. Lugi TV. Genau. Nur bis 12 Uhr. Okay. Weil wir wollen ja auch, das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ja? Alles live übertragen, dann bleiben Sesseln frei. Das müssen wir uns für die Zukunft ein bisschen überlegen, glaube ich, wie wir das handeln. Also das macht mir ein bisschen Gedanken in den letzten Tagen. Aber wir hoffen natürlich, dass viele live dabei sind. Auch dadurch die Möglichkeit haben, natürlich die Veranstaltung nachzusehen. Das muss man auch sagen. Also so ist es vorbei heute um 17 Uhr, wenn es vorbei ist. Und durch diese Möglichkeit der Aufzeichnung haben wir natürlich auch die Möglichkeit, auch danach noch viele Menschen zu erreichen. Genau. Das ist wiederum der große Vorteil. Ja, Franz, gehen wir's an? Los geht's los. Ja. Danke für den gemeinsamen Start. Wir starten los. Ja, super.